Was wiederum bedeutet, in dieser Entfallsposition wird die Fläche nochmal entsprechend kalkuliert. Das heißt also, wenn wir uns das Ganze einmal innerhalb der Kalkulation ansehen, bedeutet das also, damit ich weiß, der Mehrpreis ist X und ihn separat ausweisen kann, ist es halt so, ich gehe einfach hier mal in die Sonderausstattung und zwar in die Steuerung der Inhalte rein, dass eben in der Fläche der Dacheindeckung gesteuert wird, das Ganze im Bereich Haustechnik Estrich, Photovoltaik Ausführung. Ich gehe einmal auf berechnete Positionen, dann haben wir hier entsprechend die Anlage und das, was eben hier der entscheidende Punkt ist, dass wenn die Anlage berechnet wird, die Dacheindeckungsfläche um die Fläche der Anlage reduziert wird. Gleichzeitig ist es aber entsprechend auch so ist, dass die entsprechende Fläche in einer separaten Position, wir schauen uns das gleich an, in der Dacheindeckung berechnet wird, sodass sie halt auch für den Fall, dass der Kunde sagt, ich möchte die Photovoltaikanlage nicht haben, eben einen sauberen Grundpreis haben. Gleichzeitig ist es so, Sie sehen, in der Haustechnik gibt es ein Gewerk, das heißt jetzt Photovoltaikanlagen BRAS, in diesen Positionen, die ausschließlich im Moment in der Gruppe sind, das heißt also auch alle Elektrogeschichten sind hier entsprechend drin, wird die Berechnung erfolgen oder erfolgt die Berechnung. Das Ganze ist natürlich hinterlegt bis zum Angebotstext und wir haben eben hier diese Festformel für die Photovoltaikfläche, mit der automatisch berechnet wird, wie gesagt, für diejenigen als Administratoren, ne, von Ihnen, Sie sehen, die entsprechenden Flächengrößen sind halt hier entsprechend hinterlegt. Die große Anlage geht halt hier an der Stelle bis zu 53 Quadratmeter und jedes dieser einzelnen Module hat halt eine Fläche von 1,77 und damit wird im Prinzip hier in allen Positionen, das heißt also sowohl in der Dacheindeckung als auch eben in diesen Entfallspositionen, die entsprechende Dachfläche so gerechnet, dass wenn Sie die Photovoltaikanlage verkaufen, Sie eben in der Ausschreibung die entsprechende richtige Fläche haben. Das Einzige, was Sie berücksichtigen dürfen, dass eben, ich gehe einmal hier beispielhaft in eine der Dacheindeckungsvarianten rein, meinetwegen mal in die Betondachsteine. Das heißt, in der Dacheindeckung, die hier berechnet wird, wird eben in der Berechnung diese Photovoltaikanlagenfläche von der Dachfläche abgezogen. Das heißt also, wir haben die wirkliche Nettofläche, wenn so eine Anlage zur Ausführung kommt, damit Sie für die Preisausweisung allerdings eben auch wissen, was ist der Mehrpreis, demzufolge eben im Grundpreis die Fläche, die nicht ausgeführt wird, trotzdem ausgewiesen werden muss, gibt es eben diese Entfallsposition und in dieser Entfallsposition wird halt eben dann diese Photovoltaikanlagenfläche entsprechend nochmal berechnet. Bitte Achtung, wenn Sie das Ganze für sich selber einbauen, ist zu berücksichtigen, dass diese Position, ne, mit 17,75 € an der Stelle eben den gleichen Preis haben darf wie die normale Dacheindeckung. Gleichzeitig ist es so, wir haben von BLB-Vergleich gesprochen, dass wenn wir auf die BLB-Einstellungen gehen, diese Position der Entfall der Dacheindeckung, die den entsprechenden Preis hat, der in dem Falle identisch ist mit der Dacheindeckungsfläche selber, dass diese Position eben eine Alternative hat. Und wenn wir uns diese Alternativpositionen einmal anzeigen lassen, dann sehen wir, es gibt im Prinzip die gleiche Position nochmal. Und in dem Falle, wenn wir auf die Positionsnummern gucken, sehen wir, das ist jetzt allerdings in einem anderen Gewerk. Das heißt also, diese Entfallsposition gibt es zweimal, einmal mit Anführungszeichen dem positiven Preis. Das heißt, innerhalb der Dacheindeckung, was würde es kosten? Und einmal, ich gehe mit Abbruch hier einmal raus, mit dem negativen Preis, um letztendlich das Ganze wieder auf eine preisliche Null-Level zu bringen, der allerdings dann eben bei Haustechnik hinterlegt ist. Das heißt, Sie finden bei Haustechnik eben eine separate Gruppe, die heißt Photovoltaikanlagen, BRAS, Entfall der Dacheindeckung.
Und hier gibt es für jede einzelne Dacheindeckungsposition die gleiche Position nochmal mit der gleichen Berechnung. Und Sie sehen, ich bin auf den Betonnachsteinen. Wenn Sie unten auf den Preis gucken, steht dort wieder unser 17,75 €, in dem Falle allerdings mit einem Minuszeichen. Das heißt also, damit Sie in der Lage sind, wenn Sie mit BLB-Vergleich arbeiten, bei der dynamischen BLB, es ist mit drin, hat aber keine wirkliche Bedeutung für Sie. Aber wenn Sie eben mit BLB-Vergleich arbeiten, wird eins gemacht, die Dacheindeckung selber wird so berechnet, dass sie ausschreibungsmäßig in Ordnung ist. Die entfallene Dacheindeckungsfläche durch die Photovoltaikanlage wird in einer separaten Position gerechnet. Einmal mit dem richtigen Preis, das heißt mit dem positiven Plus in der Dacheindeckung, dann gibt es die gleiche Position nochmal, selbe Berechnung, lediglich mit dem negativen Preis, die eben in der Haustechnik steht, sodass letztendlich für das Angebot, das heißt, wenn wir auf Angebotstexte gehen, finden wir eben hier den Angebotstext für die Photovoltaikanlage. Diesem Angebotstext sind alle Positionen für die Textausweisung und Sie sehen hier unten eben auch diese Entfallsposition zugeordnet. Und damit ist es so, dass der Mehrpreis, der eben hier gebildet wird, er beinhaltet logischerweise aktuellsten Preise von Bras und von Sonnen.